Du meinst, du besprichst einfach nur ein paar Sachen. Aber du machst mehr als nur das. Du bestimmst mit in Betrieben, in der Selbstverwaltung. Du besorgst dem Nachwuchs eine echte Perspektive. Du kümmerst dich darum, dass beim spontanen Einspringen auch ordentlich was rausspringt. Du fährst die Rechner herunter und schaltest die Bänder ab. Es gibt ein Leben nach der Arbeit. Du gibst den Beschäftigten eine Stimme. Du suchst die Gesetze raus, die Chefs gern auch mal vergessen. Wenn es knistert, sorgst du dafür, dass es nicht knallt. Du vernetzt die Erfahrungen der einen mit den anderen. Du zeigst Köpfchen, wenn sich die Chefs mit Händen und Füßen wehren. Du regelst nicht einfach nur ein paar Sachen. Du bietest den Frustrierten eine Lösung, den Eingeschüchterten einen Ausweg, den Mutlosen Hoffnung und den Abgemahnten einen Rechtsanwalt. Du teilst die Arbeit neu auf, wenn Aufträge mal knapp sind. Wenn der Betrieb verschlankt werden soll, gehst du mit den Kollegen durch dick und dünn. Du rettest Arbeitsplätze, wenn die Gier größer wird als die Vernunft. Du pfeifst auf die 0815-Rezepte der Unternehmensberater. Du besprichst nicht einfach nur ein paar Dinge, du begleitest Betriebe durch gute und durch schlechte Zeiten und gestaltest die Zukunft der Arbeit mit. Du bringst die alten Hasen und die jungen Hüpfer zusammen. Für den Betrieb sind alle wichtig. Du stellst Frauen und Männer gleich. Du siehst rot bei Rassismus. Du sorgst dafür, dass Beschäftigte nicht buckeln müssen. Du lässt die Sonne rein und sorgst dafür, dass Gefährliches draußen bleibt. Du sorgst für Sicherheit und dafür, dass Arbeit nicht krank macht. Du besprichst nicht einfach nur ein paar Sachen. Du ermöglichst Mitsprache. Du sorgst für zufriedene Mitarbeiter, ein gutes Miteinander von oben und unten, für gesunde Unternehmen und sichere Arbeitsplätze.